Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Dienstag, den 6. August. Am Hintergrund sehen Sie schon, wo ich bin, Flughafen Frankfurt, und mein Ziel ist Nizza. Und die Woche über möchte ich in meine geliebte südfranzösische Ferienheimat, so will ich die mal nennen, und freue mich schon sehr drauf. Am Samstag, wenn Gott will, Samstagabend bin ich wieder zurück. Und das Getriebe und Gewimmel und die vielen Geräusche und Sprachen und vor allem die Bewegung an allen Stellen, das passt für mich sehr gut zu dem Evangelium vom heutigen Fest, nämlich der Verklärung des Herrn. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Gut, sie werden es rausbekommen, aber nicht in Hütten, nicht stationär, nicht stabil, sondern sie werden mit Jesus, der sie nun den Berg hinunterführt, von der Höhe der Erscheinung, der Höhe der Verklärung wieder hinab in die Niederungen des Alltags. Sie werden mit ihm unterwegs bleiben müssen und auch dann, wenn er schon in den Himmel zurückgegangen ist, weitergehen, immer tiefer hineingehen in dieses Verständnis dessen, was er ihnen für einen heiligen Augenblick gezeigt hat. Das Hinuntergehen vom Berg, das ist für mich programmatisch. Kodeszendenz ist das in der Theologie, dass die Gemeinschaft im Abstieg mit Jesus. Und für die sollen wir uns bereit machen, und im Hinuntergehen, Hineingehen, Hinabgehen werden wir es verstehen. Was er uns sagen möchte, was er uns sein möchte und was es bedeutet, von den Toten auferstehen, für ihn und für uns. Keine Hütten also, sondern Bewegung, so wie wir es am Sonntag schon für diese Woche begonnen haben, und dafür die Wegzehrung des Herrn, sein Wort, sein Sakrament. Gott segne und behüte Sie alle.